1916 war das Jahr der gigantischen Schlachten. Vor 1914 waren innerhalb weniger Monate Hunderttausende junger Engländer dem Ruf Lord Kitcheners nach Freiwilligen gefolgt. 1916 wurden weitere Anwerbungskampagnen zur Aufstockung des Berufsheers gestartet. Bis Frühjahr 1916 verfügte das britische Expeditionskorps über 6 der neuen Kitchener-Armeen und war auf das Zehnfache seiner Größe in Friedenszeiten angewachsen. Von den nun 70 kampfbereiten Divisionen waren 24 für den Einsatz an der Westfront vorgesehen. Seit Ende 1915 verfügte die britische Armee mit Sir Douglas Haig über einen neuen Oberbefehlshaber. Haig und der französische Chef des Generalstabes, Joseph Joffre, begannen mit der Planung einer Großoffensive an der Somme. Auch die Deutschen schmiedeten neue Angriffspläne. In den kommenden Monaten trafen die Kriegsparteien in den bis dahin blutigsten Kämpfen aufeinander. Ziel der deutschen Strategie war es, Frankreich in einen Zermürbungskrieg zu verwickeln und das Land ausbluten zu lassen. Die deutsche Belagerung der Stadt Verdun und ihres Festungsgürtels stellte die längste Schlacht des Ersten Weltkriegs dar. Ihr Ursprung liegt in einem Brief, den der Chef des großen Generalstabs, Erich von Falkenhayn, am ersten Weihnachtstag 1915 an Kaiser Wilhelm II. Geschickt hatte. Das Schreiben legte dar, dass sich der Krieg nicht an der Ostfront entscheiden würde. Falkenhayn rechnete mit einer Revolution im Zarenreich und einem baldigen Rückzug der Russen aus dem Kriegsgeschehen. Dadurch wäre mit einer massiven Großoffensive an der Westfront der Sieg über Frankreich möglich. Der vernichtende Schlag sollte die Briten dazu veranlassen, Friedensverhandlungen mit Deutschland aufzunehmen oder ebenfalls zu kapitulieren. Falkenhayn war überzeugt, dass die englische Streitmacht das Zentrum des alliierten Widerstandes war und daher unbedingt aus dem Krieg herausgedrängt werden musste. Um das zu erreichen, empfahl er einen schonungslosen U-Boot-Krieg gegen Handelsschiffe, um das Inselreich auszuhungern.